Ja, Pascal Bader, 1-2 gegen Winterthur. Du bist zufrieden mit dem Auftritt von deiner Mannschaft heute? Ja, der Start hat mich verschlafen. Es ist schnell in den Rückstand geraten. Zu viele einfache Ballverluste, zu viel, ja. Ich habe gemeint, wir sind auch rot hier daheim, zu viel in den roten Füßen gespielt. Aber es war eine gute Reaktion. Wir haben am Schluss alles probiert. Ich glaube, schlussendlich haben wir 90% den Ball gehabt. Aber leider ein Goal zu wenig. Aber ich glaube, auf der Leistung von der zweiten Halbzeit kann man wieder aufbauen. Ist also auch gerecht unentschieden letztendlich? Ja, wir haben gewusst, dass Winterthur stark ist. Aber wir wollen daheim am 8 werden. Darum gibt es daheim keine gerechte Unentschieden. Da gibt es nur Sieg. Nach deinem Goal wäre fast noch mehr drin gelegen bis zum Schluss. Ja, wir haben nachher mit dem Cecchini noch bei dieser Chance gehabt zum 2-1. Ja, schade, aber wir müssen noch viel arbeiten, uns verbessern und dann immer nach vorne schauen, positiv. Mit dem Resultat zufrieden, mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden. Und über die erste Halbzeit kann man gar nicht diskutieren, weil es gibt, es ist eine sehr schlechte Leistung gewesen. Für mich auch ein bisschen unverständlich, dass wir so auftreten können, dass wir nicht parat sind, dass wir doch so viel Zeit gebraucht haben. Und die Ansprache hat gewirkt, die taktische Umstellung hat auch gewirkt. Ich denke, unter dem Strich dann doch ein Verdienstunterschied. Was haben Sie in dieser Ansprache der Mannschaft gesagt? Ja, es geht ein bisschen darum, ein bisschen den Stolz und ein bisschen das versuchen umzusetzen, was man hat, dass man nicht ängstlich ist. Und wir haben, wie gesagt, glaube ich, 90% Fehlpassquote gehabt in der ersten Halbzeit, so gefühlt. Es ist, wir sind nicht da gewesen, wir sind nicht bereit gewesen. Es hat sich kein gegenseitiges Aufbäumen gegeben, sondern im Gegenteil. Man hat jedem ein bisschen Verantwortung in die Schuhe schieben und das geht nicht. Es geht darum, das Maximum rauszuholen. Man kann einen schlechten Tag haben. Ich mache keinem Spieler einen Vorwurf, wenn er die Leistung nicht abrufen kann, weil es gibt schlechte Tage. Aber man darf nicht sein, dass man sich gegenseitig ansteckt und sich noch weiter abzieht. Die Mannschaft hat reagiert. Am Gegenschluss wäre fast noch mehr drin gelegen. Ich denke, dann am Schluss, die letzten Viertelstunde, sind wir, wir haben den Sieg gesucht. Das ist das, denke, das Positive. Die Mannschaft hat wollen. Sie hat unbedingt, wie gesagt, die erste Halbzeit vergessen machen lassen mit dem Sieg. Sie hätte es sich verdient, aber ich sage, im Fußball braucht es zwei gute Halbzeiten. Im Großen und Ganzen kann man also zufrieden sein mit dem einen Punkt. Ja, es ist wieder ein Schritt weiter. Wir können auf das aufbauen. Wir haben jetzt auch mal die Situation erlebt, wenn man nicht parat ist, dass man sich kannst du in der Halbzeit 2-3-0 hineinbiegen und nachher den ersten Match nicht mehr. Also, ich denke, es war ein Wink mit dem Zaunfall, dass man so nicht auftreten kann.